Ja, willkommen zu unserem zweiten Interview, das wir hier in Schorndorf führen mit Pamela Giel. Und wir haben ja hier eine Konferenz, eine Tagung zum Thema der neue Wein und die alten Schläuche. Und Jesus redet darüber, und das ist eine sehr wichtige Stelle, dass er sagt, man kann den neuen Wein nicht in die alten Schläuche füllen. Er sagt es den Pharisäern, die ständig verärgert waren über Jesus, dass er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und wir haben dann gestern auch in unserem ersten Abend haben wir das angesprochen, ja, dass das Alte, der alte Schlauch, die alte Struktur sehr stark von Regeln bestimmt ist. Und die neue Struktur, da sagt Jesus, er ist der Bräutigam. Es geht um Intimität, um Beziehung. Und ja, und ich hatte auch den Eindruck, viele Menschen schmeißen das durcheinander. Sie wissen jetzt nicht richtig, ja, muss ich jetzt die Regeln alle halten und Jesus hilft mir, die Regeln zu halten? Oder ist das mit Jesus was ganz anderes? Und wir hatten diese Bibelstelle gesehen im Römerbrief, wo es heißt, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist. Das ist natürlich eine unglaubliche Bibelstelle. Und dass wir an ihn gebunden werden, nicht mehr an die Regeln, sondern an ihn persönlich. Und wie siehst du das? Wie verstehst du das? Gesetz auf der einen Seite, Ja. Jesus auf der anderen Seite? Jesus hat gesagt zu den Pharisäern, das Wort spricht von mir. Die haben das Wort verstanden, aber Jesus nicht. Und er hat das in Fragen gestellt: Wie kann es sein, dass ihr das Wort kenne, das Wort spricht von mir, aber ihr versteht mir nicht? Und ich denke, die haben diese Transition, diesen Übergang nicht gemacht zu einer Person, zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und ich kenne viele Leute, die ihre Bibel sehr gut kennen und die haben eine Beziehung zu Gott auf ein Level. Aber ich meine, wir sprechen von einer anderen Ebene, einem anderen Level von Beziehung zu Jesus, was viel mehr intim ist und viel mehr persönlich ist. Und das kommt nur durch, ich habe gern dein Wort, Dialog mit Gott, dieser Dialog mit Jesus führen. Ich bin so viel tiefer in mein Leben gegangen, seit ich das praktiziert habe über eine längere Zeit jetzt. Aber es ist kein oberflächliches religiöses Gebet, was ich bete von Herzen. Das ist etwas ganz anderes. Aber die Pharisäer haben viel missverstanden, aber die Kirchen auch sind in diese Richtung manchmal gegangen, haben nicht verstanden. Und wir müssen auch fair sein zu sagen, Gott offenbart sich mehr und mehr. Er offenbart sich in verschiedenen Zeitabschnitten anders als in früheren Zeitabschnitten. Und ich glaube, heute, er offenbart sich auf eine ganz andere Art und Weise, als was wir wussten vor 20 Jahren oder so zum Beispiel. Ja, das glaube ich auch. Ja, Das ist das eine ist. andere Offenbarung von ihm selber. Ich merke, er offenbart die Bibel. Ich lese Texte, was ich immer gelesen habe, aber es ist eine Zeit, er offenbart sich. Ich sehe Sachen, was ich nie gesehen habe. Und ich liebe diese Zeit. Ja, man sieht mit neuen Augen. Das ist ein interessanter Aspekt dieses Weinschlauches, der ja eben jetzt das angemessene Gefäß für den Wein ist. Und eins davon ist dieses neue Sehen, neue Augen. Wir sehen die alten Dinge, die gewohnten Dinge, sehen wir mit ganz anderen Augen. Würdest du sagen, diese prophetische Welle oder diese prophetische Bewegung, die aufgekommen ist in den letzten Jahren, hat mit diesem Sehen, diesem neuen Sehen zu tun? Ich denke, ein Teil von unserem Konflikt voranzukommen heute ist, wir kennen dieses pastoralen Modell von Gemeinden, besonders in den Freikirchen. Wir kennen meistens die Pastoren oder Evangelisten, vielleicht Lehrer. Aber was der Herr tun will in der letzten Zeit, hat viel mit Aposteln und Propheten zu tun. Das Prophetische hat viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Und ich denke, deswegen ist die Taufe im Heiligen Geist so grundlegend für unser Leben, wirklich im Geist zu leben, zu sehen, zu hören. Die Bibel sagt, wir sollen im Geist singen, wir sollen im Geist beten, wir sollen im Geist wandeln,
wir sollen im Geist leben. Das ist eine, wirklich eine Betonung auf den Heiligen Geist selber, auch als Person. Ja. Und die Bibel sagt auch in der letzten Zeit, es wird eine prophetische Zeit sein, Leute werden Träume und Visionen haben. Und das ist gewaltig, was Leute heute erleben, in Offenbarungen durch Träume und durch Visionen. Und wenn wir von einem Weinschlauch sprechen, ja. In unseren Gemeinden heute, wir haben wirklich keine Struktur, voran mit diesen Themen zu gehen. So viele neue Themen kommen, und die Leute hören das nicht in ihrer Gemeinde, und wir haben keine Struktur. Ich habe prophetische Schulungen in Deutschland gemacht seit 15 Jahren. Mhm. Aber es ist selten, dass eine Gemeinde das weiterführt selber, dass es in der Gemeinde lebt. Mhm. Es ist da, die wollen das, aber es ist nicht integriert in die Gemeindeleben, auf Gott zu hören und sehen. Ja. So, das gehört auch zu dieser, was am Kommen ist. Wir müssen die Strukturen haben, Leute zu helfen, jünger zu werden. Ja, das eigentlich führt es zum Ursprung zurück, wo in der Apostelgeschichte ja an Pfingsten die Pfingstpredigt gehalten wird, die berühmte Pfingstpredigt von Petrus, und er sagt, der Geist wird ausgegossen über alles Fleisch, und dann werden die Träume haben, und dann werden die prophetisch reden oder weissagen, und die werden Gesichter haben. Da ist das mit dem Sehen eigentlich sehr zentral, dass dies kommt, wenn der Geist kommt. Ich habe festgestellt, dass viele Christen eigentlich nicht genau wissen, wofür der Heilige Geist eigentlich überhaupt gut ist. Wofür man den braucht. Wir haben die Bibel, wir haben die Auslegung, es ist doch alles fertig. Was braucht es denn da anderes oder Neues? Ich denke, das ist ein großes Hindernis. Wie erlebst du diese Art von Hindernis? Das kommt auch von einer Prägung. Ja. Ich war nicht dagegen geprägt. Ich hatte Hunger nach Gott, habe eine Gemeinde gefunden, wo die das gelehrt haben. Und dann, das kommt so natürlich. Du willst alles von Gott haben. Hm. Wenn es über Prophetie spricht, die Bibel sagt, wir können alle prophetisch reden. Ja. Aber wir sehen das kaum in unseren, besonders in Pfingstgemeinden heute. Die Lehre ist noch da, irgendwo, aber die Realität und die Anwendung ist nicht da. Es scheint nicht nötig zu sein. Ja. Und was nicht nötig ist, ist nicht wichtig, und das fällt irgendwann hinten runter. Aber dann, nach einer Zeit, Leute werden hungrig. Und dann, wenn dieser Hunger fängt an, ich denke zurück in meine Gemeinde in Amerika. Ich kam aus der Methodistengemeinde als eine junge Person, kam in eine charismatische Gemeinde, wo Erweckung war. Und von meiner Methodistengemeinde, vielleicht sind 10 Leute in diese Gemeinde gekommen. Und von einer anderen Gemeinde vielleicht 5, und von der Katholiken vielleicht 2, und von der Presbyterianer vielleicht einige, in Lutheraner. Und eine ganz neue Gemeinde ist entstanden worden, nur von hungrigen Leuten. Und ich denke, der Herr benutzt dies, wenn er selber etwas tun will. Er hat selber die Bewegung angefangen. Es war nicht von Menschen, es war von Gott. Hungrige Leute haben etwas empfangen, sind weitergegangen. Und ich spürte, dass wir auch jetzt in so einer Zeit sind, dass die hungrigen Leute sammeln sich wieder, wie auf diese Tagungen, was wir haben. Mhm. Und der Herr fängt neu an, etwas Neues zu tun. Wunderbar. Und wir genießen es. Ja. Es ist eine wunderbare Zeit in Gott. Ich habe gesehen, ein Buchtitel ist, das heißt im Deutschen Der neue Wein, mhm. aber im Englischen heißt es Desperate for New Wine. Das ist eigentlich gut, so dieses verzweifelt nach neuem Wein, das Verlangen der Hunger. Ja, schön, ich freue mich, ich danke dir. Und wir sind gespannt auf unsere Abendveranstaltung. Ja.